Ja, ich denke, wir sind dabei. Entschuldigung, wenn ich von Zeit zu Zeit auf den Zustand von dem Aufnahmegerät schauen werde, denn es ist mir ja schon einmal passiert, dass leider ich alles registrieren wollte und nach 20 Minuten hat das Gerät mir mich in den Sinne, dass die Batterien leer waren und werde jetzt mich vorstellen. Mein Name ist Gianluigi Segalerba. Ich war bis zum vergangenen Semester Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität Wien. Ich bin eigentlich kein Mathematiker, sondern einer, der versucht, etwas von Philosophie zu studieren. Ich weiß nicht, mir fällt kein Erfolg. Ich möchte nur sagen, zuerst fragen, ob Sie alle Unterlagen bekommen haben, die ich verteilt habe. Das heißt, Sie sollten alle zum Beispiel dieses Dokument haben. Das ist ein Überblick. Pythagoras, Pythagoreismus, pythagoreische Einflüsse und Neopythagoreismus. Das ist eine Art von Überblick über was eigentlich Pythagoras und Pythagoreismus ist, welche Autoren der Geschichte der Philosophie irgendwie entweder Pythagoreer als Pythagoreer gelten oder Verhältnisse mit dem Pythagoreismus haben. Denn Sie werden sofort sehen, an der dritten und vierten Zeile, dass auch Platon hier enthalten ist und es gibt Gründe, weshalb ich auch Platon eingefügt habe. Sie sollten dann haben, den Plan der Sitzung, Vortrag, Pythagoras, Pythagoras und die Macht der Zahlen. Das ist sowieso ein Überblick über die prinzipiellen Punkte, die ich vortragen möchte. Dann sollten Sie zum Beispiel dieses Dokument haben. Die Erklärung, woraus dieses Dokument stammt, ist auf der weißen Seite. Sie sollten haben Pythagoras, ältere Pythagoreer, 107, 106. Was uns interessiert, ist besonders dieses Schema, diese Zeichnung am Ende der Seite 106. Hier sehen Sie, sollte nicht vergessen haben, auf alle Seiten das zu schreiben. Sie können sehen, vorausgesetzt meine Schreibweise verständlich ist, was ich natürlich immer bezweifle. Es stammt von diesem Buch, wenn Sie es sehen wollen. Es ist das erste Band. Es handelt sich um eine Sammlung von Texten von den Vorsokratikern, unter denen auch die Texten von den Pythagoreern enthalten sind. Es gibt auch einige andere Sammlungen, die vielleicht wissenschaftlicher mit der Führung zeigen sind, aber ich habe das benutzt, denn diese hat den Vorteil, dass alle Dokumente über die Pythagoreer zusammengehalten sind, das heißt im selben Paragraph und diesbezüglich immer von diesem Buch Mansfeld, Sie sollten bekommen haben, diese Sammlung von Texten von den Pythagoreern. Es ist nicht die ganze Sammlung von Mansfeld. Hier in der ersten Seite, in dem weißen Blatt, könnten Sie sehen, woraus es stammt. Das heißt, es sollte enthalten sein, sollte geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob diese Schreibweise, jedes Mal, dass ich meine Schreibweise sehe, bekomme ich Angst. Im Übrigen, das heißt, ich erzähle immer das, dass wir in der Schule waren, das heißt in der Elementarschule, die Lehrerin hat entschieden, wer in der Lage sein wird, auf eine akzeptable Weise zu schreiben, wird das Erlaubnis haben, von der Bleistift in der Kugel schreiben überzugehen. Und ich wurde der Vorletzte, genau aus Verzweiflung hat sie mir zugelassen. Aber ich glaube, aus Verzweiflung, sie hat allesamt Anstrengungen gemacht, um meine Schreibweise besser zu bekommen, aber mit keinem großen Resultat. Und das
Das ist dieses Buch, das stammt aus diesem Buch. Sie können das sehen. Es ist eine Geschichte der Philosophie und ich habe diese zwei Blätter, Wolfgang Röhrl, ich habe diese zwei Blätter Ihnen fotokopiert. Denn hier werden erklärt zum Beispiel die geometrische Anordnung der Zahlen, der Rechteckzahlen, den Dreieckzahlen und der, der Quadratzahlen unter anderem, ja, unter anderem dann gibt es diese Liste von Oppositionen, die wir sehen werden. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ah, das ist der Faltplan, der Plan von der Entwicklung der Philosophie an der Zeit von Pythagoras. Das heißt, zwischen 1570 und 500 vor Christus. Ich werde jetzt live ein bisschen kommentieren darüber. Es stammt aus diesem Buch in der letzten Seite von Rydwek. Es ist ein gutes Buch. Dann, Sie sollten auch diese zwei Texte bekommen haben. Diese stammen aus einem anderen Autor, das heißt Platon. Es ist Timaios und Philebus. Ich werde dann sagen, warum ich diese Texte verteilt habe. Es gibt Gründe. Und dann schauen wir, ob ich das auch mitgebracht habe oder nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht habe ich das vergessen. Nein, es ist da. Dieser Text ist der einzige Text auf Englisch, aber das ist für uns nicht so wichtig. Wichtig ist, es ist dieser Text da. The Presocratic Philosophers. Haben Sie das nicht? Entschuldigung. Dann verteile ich sofort. Dieser Text ist nützlich, um etwas über, ja, das wusste, dass ich etwas vergessen hatte. Bitte. Bitte sehr. Und ja, dieser Text ist wichtig, besonders, nicht nur, aber besonders für diese Zeichnung. Wir werden sehen, warum. Das heißt, es kann erklären, weshalb bei den Pythagoreern die ungeraden Zahlen als den geraden Zahlen überlegen geschätzt werden. Das kann erklären. Es ist eine Möglichkeit von Interpretation. Ja, ich möchte. Spreche ich zu schnell oder geht es so? Denn normalerweise als Sud, als Mittelmeer-Einwohner tendiere ich viel zu schnell zu sprechen. Und dann natürlich bekommt man allmählich Schwierigkeiten. Ja, ich natürlich habe vergessen, etwas vergessen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Anwesenheit. Es ist natürlich mir eine Ehre, hier sprechen zu können und danke Ihnen herzlich wirklich für Ihr Interesse. Ich hoffe, ich werde das verdienen. Ich möchte zuerst etwas sagen über die Pythagoreer und was sind die Probleme, die uns am meisten betreffen werden. Ja, gut, gut. Grüß Gott. Bitte. Grüß Gott. Moment. Dass ich das... Wir haben praktisch soeben begonnen. Ich habe nur eine Erklärung über die Texte, die ich verteilt habe. Sie sollten auch das vielleicht am Ende der Sitzung mir kompilieren, sodass ich alles geben kann. Moment. So, so. Das. Das. Und das. Bitte sehr. Die Liste ist, ja, sind sie schon eingetragen oder sollten entweder oder unterzeichnen oder sich eintragen, wenn sie noch nicht eingetragen worden sind. Ja,
Natürlich werde ich sofort, das heißt, Sie können, Sie dürfen frei mich unterbrechen und Fragen stellen, wenn ich nicht klar bin oder wenn Sie natürlich Verdeutlichungen brauchen. Ich möchte etwas zuerst sagen über die Pythagoreer, das heißt Pythagoreismus. Was heißt Pythagoreismus? Was heißt diese Bewegung, die eigentlich sehr lang ist? Na gut, die Anfänge von Pythagoreismus sind verbunden natürlich mit dem Namen von Pythagoras. Und dafür können Sie natürlich diese Liste konsultieren, Pythagoras und Pythagoreer. Hier haben Sie einen Überblick über die Zeiten und hier aufgrund dieser Karte können Sie sehen, wie besonders in Unteritalien, was die Zentren des Pythagoreismus waren. Na gut, um etwas zu sagen über Pythagoras. Pythagoras ist mehr vielleicht eine legendäre Figur als eine historische Figur eigentlich. Das heißt, es ist sehr schwierig, sehr schwierig für uns zu bestimmen, was eigentlich Pythagoras gesagt hat, was tatsächlich Pythagoras gesagt hat, was tatsächlich Pythagoras gewesen ist. Wir wissen einige biografische Angaben, das heißt ungefähr muss er geboren sein 1570 vor Christus, nicht in Unteritalien, sondern in Samos. Sie sehen hier, es ist Ionien, Sie können sehen, Samos, Kolophon, Milet. Er ist auch aus Ionien, wie die Empfänger der Philosophie. 1570 muss er in Samos geboren sein und soll er dann bis zum 530 in Samos geblieben sein. Dann wegen einiger Probleme, einiger Kontraste mit dem Herrscher von damals, Polykrates, der mehr sich stütze auf die auf den kaufmännischen Bereich, wobei vorhingegen Pythagoras mehr mit den Adeligen vom Hort gebunden war, obwohl er nicht zum Adel gehört haben soll. Ungefähr 1530 soll Pythagoras emigriert haben nach Kroton. Und in Kroton soll er ungefähr 30 Jahre gelebt haben. Aus Kroton hat sich diese Bewegung, welche eng verbunden war mit den aristokratischen Gruppen von Unteritalien, von Kroton und von Unteritalien, verbreitet haben, so dass praktisch die politische Macht und die Vereine der Pythagoreer ein einziges waren. Gegen Ende des Lebens von Pythagoras, ungefähr 500, sollen Auflehnungen ausgebrochen sein in verschiedenen Städten Unteritaliens, die eben gegen die Vereine der Pythagoreer ausgerichtet waren. Und Pythagoras wurde gezwungen, sich in Metapon zurückzuziehen und Kroton zu verlassen. Ungefähr 500 muss er gestorben sein. Wir wissen praktisch nichts mehr Sicheres über Pythagoras. Warum? Ich werde kurz erschneiden, dann werde ich zu den Inhalten der Mathematik übergehen. Warum? Weil die pythagoreischen Vereine sehr hermetische Vereine waren. Nach außen sehr geschlossen. Deswegen praktisch alles, was die Überlieferung uns tradiert hat, hat alles auf Pythagoras, hat alles dann dem Pythagoras selbst zugewiesen. Aber wir haben keine Sicherheit, dass wirklich das, was ihm zugewiesen wird, wie zum Beispiel das Theorem von Pythagoras, von seinem Hand stammt. Praktisch wird von der Gefolgschaft ihm alles zugewiesen. Er gilt als eine undiskutable, unbestreitbare Autorität. So, das war in der Überlieferung, wie dem er gesagt, er selbst hat das gesagt, als ob das so ist, der Streit geschlossen.